Ihr wollt wissen, woher ich die Impulsnobelisten habe? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Nein, das haben wir nicht vor. Erstmal ein Käffchen. Okay. Multiple Fixed Personnel in the area. Was haben wir denn hier? Wo soll denn hier was sein? Oben? Irgendwo? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wir latschen jetzt erstmal wieder darüber. Oh, wir könnten, komm. Wir machen... Wir sind ja Meister von Chaos und Zerstörung und LKWs. Boom, kaputt. Oh, eigentlich kaputt. Ja. Hier hatten wir doch auch irgendwo was. Kaboom, kaputt. Und nochmal. So, was ich vorhabe, ich hatte ja gesagt, wir haben hier noch so 75 Teile zu bauen. Ich habe mal umgebastelt. Wir machen jetzt nur 60. Weil das Schöne ist, die 60 ist passt genauso gut wie die 75. Aber sie passt so vom Zusammenrechnen her. Aber, oh, der ist doof. Der ist richtig doof. Gehen wir da rum. Die, also, wir kriegen die besser da drauf gesetzt. Da oben. Und fliegen. Geht doch. So, einmal hier vorbei. Du machst hier wunderbar die Turbogewehrmunition. Ich bin begeistert. Das funktioniert super. Easy. Alles easy. So, nachdem meine Uhr jetzt auch beruhigt ist. Sehr schön. Wir haben das. Wir haben den Bereich. Ich würde sagen, 60 Stück sind nämlich relativ einfach zu kriegen. Eigentlich würde dieser Bereich dort reichen. Dieser Bereich dort reichen, genau. Denn, jetzt geht es ein bisschen runter. Oh, doch nicht. Wir hatten ja hier 32 Stück hingebaut. Das waren ja hier die 30, die mir die Stun-Munition bauen, die auch schon voll ist. Und da vorne hatten wir doch 2 Stück, die was anderes machen. Nämlich die Kollegen. Den ich schon wieder vergessen habe, wofür ich sie brauche. Habe ich die für die Nukes gebraucht? AI-Limiter. Das ist sicher. Oh. Okay. Das können wir gleich also irgendwie hier runter. Haben wir sowieso schon vorgesehen. Das heißt, wir müssen das hier rüberbringen und dort hoch. Weil dann haben wir die nämlich schon oben drin. Das andere, was da oben noch fehlt, sind Nobelisken. Das ist auch kein Problem. Nee, Smokeless Powder fehlt da. Und Nobelisken. Oh, ich brauche für die Sachen sogar 4 Teile. Das ist jetzt doof. Kriegen wir trotzdem hin. Dann bauen wir uns das ein bisschen anders. Wie sieht denn das da drüben aus, wenn wir darüber kommen? Einmal nach ganz oben. Wenn wir darüber kommen... Könnte ich das... Oh, ich könnte das hier hochkommen lassen. Easy. So, erstmal bauen wir jetzt den Spaß hier rein. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie das anzuschließen ist. Das lernen wir ja erst noch, weil Nukes haben wir ja noch gar nicht. Aber können wir das schon mal vorsehen. Und hier mache ich das direkt hier vorne und einfach bam da rein. Ich mache das direkt da vorne und einfach bam da rein. Und wie immer gehen meine Pläne den Bach runter. Dann kann ich die anderen 3 Sachen trotzdem von da hinten kommen lassen. So, hier hin, bam, bam, bam. Ich steck den da rein. Und den Kollegen müssen wir einmal nach unten legen. Dann setzen wir dort einen hin und sagen nicht BAM, oder? Nein. Wir sagen BAM. Ne, das sieht nicht gut aus. Da müssen wir einen zurückziehen. Okay. Einen zurück. Dort. Einen zurück. Dann. Fertig. Das haben wir. Da machen wir uns ein Loch. Und fallen einmal runter. Dann hier Stopp. Und rein geht's. Wir haben das da. Den setzen wir jetzt nämlich hier an und sagen, Moment, das wäre die Höhe, wo es da durchgeht. Dann können wir den so setzen. Ziehen den einmal hoch. Ach, das Ding. Jetzt muss ich aufpassen, was ich hier tue. Da vorne kriege ich den so raus. Besser wäre, wenn ich das da rumlege. Müssen wir ihn gleich nochmal drehen. Auch. Easy. Alles easy. So, dahin und dann darüber. Dahin. 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 So, nochmal nachgucken, ob das auch das richtige Zeug ist, was ich da hole. Dann können wir den nämlich doch in ganz kurz machen. In ganz kurz hier rüber oder in ganz kurz da rüber? Ach komm, ist egal. Du gehst jetzt einmal da lang. Dann geht das nämlich schon mal da oben in den Apparello rein. Deckel drauf, fertig. So, und jetzt können wir nämlich hier anfangen. Und zwar, oh, wie fangen wir denn am besten an? Wie sieht das hier aus? Wir haben den genau auf der Mitte sitzen. Auf der Mitte, aber nicht genau auf der Linie, sondern ein bisschen reingezogen. Okay. Auf der Mitte, aber nicht reingezogen. Wenn ich genau die richtigen Tasten drücke, ist das auch super. So. Verdammt. Ich muss ja erst noch das Ganze 2 Wände hoch machen und zudecken. Sonst wird das ja alles nichts. Das muss bis dahin gehen. Hier könnte eng werden. Heißt, wenn wir den Spaß einen nach rechts versetzen, haben wir mehr Platz. Versetzen wir den Spaß auch einen nach rechts. Ja. Das heißt, ihr, na, du und du gehen weg. Ihr geht weg. Erstmal. Wir setzen da einen dran und da einen dran. Und dann geht der Spaß dahin. Dahin. So, da ziehen wir jetzt durch. Und dann können wir unsere 60 Teile da drauf setzen. Und haben dann doch auch die andere Sorte hier fertig. Da muss ich mal gucken, dass ich mir so langsam alles wegpacke, was ich nicht brauche. So. So. Das geht ja Gott sei Dank mittlerweile recht schnell. Dann einmal hier rüber. Und hier die nächsten 10 dran setzen. Dann dürfte das eigentlich auch schon quasi durch sein hier. Behaupte ich mal. Brauche ja 15 pro Reihe. Mal gucken, wo wir da den Eingang machen. Aber das kriegen wir auch hin. Es sind ja nur 2 Teile, die ich brauche. Zu wenig Material. Echt jetzt. Den letzten Metern. Nee, 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 nee. Immer fehlt am Ende irgendwie eine Kleinigkeit. So. Aber auch das ist kein Problem. Eigentlich sollte ich gucken, dass ich von den Stun-Rebars eigentlich weniger mache. Da würden auch 200 pro Minute reichen. Das scheint hier gut zu funktionieren. Da muss ich eh noch. Wie sieht das hier aus? Oh, das könnte böse enden. Es sind welche drin, also. Ich muss halt aufhören, den zu machen. Weil dann läuft hier schon mal nur noch das rein, das ist gut. Wie sieht der hier unten aus? Du machst nämlich nur noch. Du nimmst. Ach komm, ich habe genug von dem Zeug hier. Ich ziehe das mal eben drüber. So. Hier oben auch. Wenn ich den hier wegmache, dann geht das auch nicht mehr nach oben. Krieg ich das noch wieder runter? Nein. Doch, kommt. Nein, doch nicht. Es geht da nur hoch. Okay, das ist halb so wild. Hier machen wir das ähnlich. Vorerst. Dann muss ich gucken, dass ich den Kram da rauskriege. Weil das wollen wir hier nicht drin haben. Okay, was haben wir da drin? Ich habe gesagt, davon haben wir eh genug. Wir brauchen jetzt nämlich Beton. Beton. So, du gehst erstmal da rein. Du machst Kunststoff darüber, du lässt Kunststoff da durchgehen. Wie sieht es denn hier drin aus? Auch bescheiden, da ist auch Beton drin, den nehmen wir uns mit. So. Und da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Genau das wollen wir ja nicht. Da soll einfach nur das reingehen. Genau. Du machst da einfach mal den. Passt schon. Und hier müssen wir gucken, dass wir den Kram langsam rauskriegen. Zum Beispiel könnten wir einfach mal das machen und den Kunststoff. Ja, schon wieder ein Platz frei. Da müssen wir aufpassen. Könnten aber... Die sind alle schon voll. Wie sieht das bei dem aus? Hier drüben sieht ganz gut aus. Da sind Eingänge. Das heißt, ich kann doch hingehen. Und eben hier so ein bisschen umorganisieren. Sollte ich das vielleicht von da oben laufen lassen? Wir wollen das untere frei werden lassen. Ne? Der Arm läuft erstmal darüber, genau. Damit wird der hier frei. Das können wir umsetzen. So. Behalten wir, genau, baller du erstmal durch. Fertig. Der kann nämlich schon gar nicht mehr leer gemacht werden. Das ist ungünstig. Wir könnten gleich mal eben meine Liste aktualisieren. Oh, das sieht gut aus. Das ist von der Länge her genau richtig. Das heißt, hier muss noch mal einer dazu. Breite ist auch gut. Hier noch einen und dann hier die Reihe. Und dort den einen rein. Sehr gut. So, dann fangen wir an mit den Kollegen. Die stehen als erstes so. Und wir haben gesagt, wir wollen die gerne so haben. Richtig? Steht die Leiter da? Jo. Dann machen wir 1, 2, 3, 4. Nur dahin. Drehen den Spaß wieder um. 1, 2, 3, 4. Drehen den Spaß wieder um. Und sagen 1, 2, 3, 4. Und damit sind wir hier angekommen. Oh, hier hatte ich schon sowieso zwei drüber. Lass mal einen reinziehen. Ist egal. Ich hätte den hier jetzt zum Nutzen gehabt. Anstatt. Passt schon. Alles gut. Macht hier alles nichts. Okay. Dann gehen wir mal da drüben hin. Oh, jetzt 15 Stück. Einen haben wir. Zack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und die 15. Und wir haben noch hier ein ganzes Stückchen Platz. Sehr schön. Das ist zu weit weg. Da. Und hier noch einer. So. Aber hier nicht mehr. Okay. Das sieht doch schon mal soweit ganz gut aus. Und geht relativ zügig. Hatte ich einen, genau, den ersten hatte ich sowieso falsch gesetzt, das heißt, es müssten 14 überbleiben. Ne, Quatsch, es müssen 15 überbleiben, ich muss ja nur 14 setzen. Ich habe ja gar keinen gesetzt. Weil ich von vornherein gesehen habe, dass das nicht passt. Und 1, 2. So, damit haben wir die stehen. Für irgendwas habe ich gesagt, brauche ich noch einen Manufakturer nachher. Das war, glaube ich, für die, genau, für die Kristalloszillatoren, die ich für die Impulsnobelisten brauche. Die muss ich auch noch irgendwo hinsetzen. nicht. Also, ich setze hier hin und den setze ich einfach hier vor, aber für, jetzt gucken wir einmal, welche Rezepte haben wir denn für die Kristalloszillatoren? Ich brauche 3 AI-Limiter. Wie viel brauche ich hier? Oh, das ist doch easy. Ich mache doch 10 Stück oder so, ne? Das wird nochmal interessant, wie ich die dann verbinde. Okay, einmal hier durch die Lücke durch. Ups. Du machst 5 pro Minute. Du machst auch 5 pro Minute. Okay. Easy. Das heißt, hier runter. Ah, da hinten muss ich aufteilen. Ich das hier nur bis dahin gehen lassen, hätte ich die schon da drin. Okay, da muss ich mir noch Gedanken drüber machen. Aber dafür brauche ich Nobelisken und Kristalloszillatoren. Und für die Kristalloszillatoren, das ist halt doof, da brauche ich da brauche ich Gummi. Quarzkristall, Gummi und KI-Begrenzer. Quarzkristalle habe ich hier. Kein Problem. Gummi. Ich mache da hinten. Ich mache doch da. Moment. So, mal gucken. Vielleicht habe ich eine Lösung, damit wir hier die Quarz-Oszillatoren auch relativ schnell machen können. Ich weiß, das ist heute noch mehr Chaos als sonst. Aber wir haben hier den Platz, um vielleicht noch von da oben was runterzubringen. Jetzt mal hier rüberkomme. Denn wir machen... Oben kommt Kunststoff an. Wo machen wir den Kunststoff? Kunststoff kommt immer 2 an. Den Kunststoff machen wir hier aus 3 Maschinen. Wenn wir... Ach, verdammt, jetzt habe ich nicht geguckt. Quarz-Oszillator. So. Ausklappen. 13,125. Ja, Gummi. Vor allem Gummi. Warte. Du machst auch 20 pro Minute. Aus 40 Harz. Und Kunststoff? Aus 60 Harz. Wäre ja trotzdem kein Problem. Ich brauche sowieso weniger Kanister, als ich da oben herstelle. Das heißt, ich könnte mir hier das Gummi machen, das ich da drüben brauche. Du machst 1,875, ich brauche aber 2. Du würdest 2 pro Minute machen? Nein, 1 pro Minute. Das heißt, wenn ich dieses Rezept hier nehme und würde sagen, ich brauche genau 2. Nein, ich hätte gerne 2. Pro Minute. Okay, das übernimmt er einfach nicht. 12,5. 110. 9. Wir nähern uns. Es würde gehen. Dann brauchen wir 14 und 2 von denen. Das ist ja auch kein Problem. Die 20 haben wir locker. Das ist ja easy. Also auf. Wir stellen auf 2 und dann macht er das schon richtig. Das heißt, wir müssen hier einen umbauen. Oh mein Gott, wie schlimm ist das? Weil, ich gehe jetzt einfach hin und sagen hier, oben, direkt daneben, hätten wir gerne so hätten wir dich gerne und du sollst Sachen reinkriegen. Du gehst weg. Du machst Rezept, du machst Gummi. Und dann machst du ne. Hier einen Knick, da rein. Dich brauchen wir nicht mehr. Fertig. Jetzt kriegen wir aber hier irgendwo zu viel. Das heißt, wir schmeißen dort einen rein und machen dich um 20... 105. Dann machen wir hier auf 30. Eigentlich 130. 30, sind 26 pro Minute. 78. Nicht jetzt. Ne? 79,5. Muss doch passen. Sag mal. Egal. Wir machen das so, passt schon. So, Wasser ist sowieso kein Problem. Hier kommt Gummi an. Easy. Dann haben wir auch schon mal Gummi da drüben. Jetzt setzen wir den Kollegen hier rausgehend. In die Richtung. So, du brauchst 30, du brauchst 30. Das heißt, das ist zu wenig. Es kommt jetzt da unten an. 26, irgendwas. Wir reduzieren das jetzt auf einen, der mit 57 klarkommt. Richtig? 47. Ups. So. Der geht geradeaus. Diese 15 da drauf sind also die Hälfte dazu wären eher 90. Alles, wenn ich 100 mache. Ja, 90 geht noch. 45. So, dann machen wir mal 95. Sind 47,5. Das passt nicht ganz. Dann machen wir hier 93. 46,5. Perfekt. Da ist immer 0,1 pro Minute, der sich zurückstaut. Easy. Und dich hier schalten wir ab. Wow. Und dann haben wir auch schon das Autosave erreicht. Wunderbar. Das läuft. Also so gefällt mir das erstmal. Und dann kriegen wir das Gummi darüber. Ich kann die Dinger direkt mit abhandeln. brauche ich denn jetzt eigentlich alles? Ich brauche die Rebars. Und ich brauche die Quarz-Kristalle. Jo. Na super. Also, dass das so gut klappt, habe ich nicht gedacht. Habe ich wirklich nicht gedacht. So. Gucken wir mal eben. Wie kriegen wir dich am besten bewegt? Halber Versatz hier, der macht mich fertig. Müsste ungefähr da sein. Ja, plus, minus. Shit. Das passt nicht ganz. Also. Komm her. Daran. Und jetzt müssen wir von hier aus runtergehen. Was nehmen wir uns? Diesen Streifen. Und das kriegst du hin. Ha! Sehr gut. Dann einmal da lang. Wie setzen wir das denn jetzt am besten? Wir packen jetzt hier einen Kollegen hin. Sagen, wir hätten gerne, dass es da reingeht. Und dann kommt der Spaß. Von dort nach hier hoch und geht so rum dabei. Perfekt, dann kann der weg. Oh, jetzt müssen wir erstmal eben die Kollegen hier setzen. Eins. Zwei. Hier wird es wieder interessant. Da muss man da hinsetzen, müssen drehen. Und da hinsetzen. Dahin. Hier haben wir den Kollegen. 1, 2, dann haben wir den. Der wird auf jeden Fall nochmal spannend. Okay. Das heißt, wir ziehen jetzt den Kollegen von da nach da. Und damit haben wir schön überall immer die richtige Laufrichtung. Manchmal klingt das hier ja so, als hätte man da echt Probleme unter die Füße, weil Beton jeden Moment wegbrechen würde. So ein Gerüst, das halt kurz vorm Brechen ist, oder nicht kurz vorm Brechen, sondern eher so, also unter Stress steht. Dran. Jetzt nur noch da rein. Und schon fließt das Ding hier weg. Wunderbar. Gummi haben wir da drüben. Müssen wir dann noch da hochkriegen. Alles kein Thema. Aber dann haben wir uns um dieses Produkt auch schon mal gekümmert. Anderen Sachen haben wir. Wir haben alles da. Das ist ja abgefahren. Als hätte ich das geplant, habe ich aber nicht. Warum sollte ich auch irgendetwas planen? Das ist ja mal mega. So, und hier, ihr braucht, wenn ich dort die, das waren die Impulsnobelisten. So, jetzt muss ich lediglich einmal hier vor, weil das machen wir jetzt ganz stumpf hier oben drüber. Und wenn ich den Kollegen nochmal da hinten wegsetze und einen verschieben, obwohl das geht hier nicht so gut. Wenn ich den da hinsetze, kriege ich dann, oder kriege ich dich da rein und dich schieben wir nochmal einen rüber. Quatsch, Produktion, da. Das möchte ich aber eigentlich nicht, dass der sich daran orientiert, sondern nur, oder? Die Orientierung hier ist super. Mal. Aha. Da ist mir das alles egal. Zack, da rein. Du machst das Alternativrezept Kristalloszillatoren. Easy. Und ich habe gesagt, du sollst auf exakt 2 kommen. Ne? Also wir wollen hier 2... Verdammt. Genau, 2 haben. 106,6666. Okay. Ja, super. So. Dann bauen wir uns mal so 3 Sachen. Hier Gummi, da das können wir auch schön hier an dieser Reihe entlanglegen, ist ja super. Ja. Ich würde auch mit dem Zeug jetzt gerade einfach anfangen, weil der ist relativ schnell fertig. So, und hier machen wir das Gleiche. Jetzt wäre die Frage, die Nobelisken, die ich dafür brauche, kommen da hoch. Wenn ich die hier rausgehen lasse, oben drauf, wie sieht das aus? Splitter von dort rein. Versuchen das jetzt einfach mal. Und sagen... Da ist die Durchführung. Wenn ich die hier hinsetze. Zack. Okay, der passt nicht. Ich muss den weiter nach hinten setzen. Setzen wir ihn dahin. Und dann, zack. Wunderbar. Das gefällt mir erstaunlich gut. Und was produzierst du? Nobelisten. Oh, das ist so schön. Geh natürlich nach da weg. Das ist ungünstig. Macht aber nichts. Das heißt, wir können die von da hochkommen lassen. Sind dann da mittig. Für, was habe ich gesagt? Damit mache ich doch sowieso. Ja, da mache ich die Rebars, okay. Heißt aber, wenn ich das hier drunter laufen lasse, macht das alles kein Problem. Easy. So, wir fangen damit an. hier hoch. Okay, hier wäre sogar ziemlich gut. Dann setzen wir uns direkt hier an die Kante. Direkt da an die Kante. Ach, verdammt. Sollte auch auf die Richtung achten, in die die laufen. Obwohl, nee, muss ich doch... Ah, da musst du doch nach oben. Das muss doch nach oben. Das ist sogar alles richtig, was ich hier tue. Da oben. Zack. Reicht nicht bis da. Halber Weg. Ungefähr dahin. Da dran. Und wir sind wieder an dem Punkt, wo ein Plan einfach nur eine generelle Idee, ein Konzept ist. Warum? Ich die alle da lang und warum kommt das da oben raus da rein? Was habe ich mir da denn gedacht? Werden die hier irgendwo zugefüttert? Vollkommen egal, ich glaube, das reicht. Was mache ich denn mit diesen? Ach, die sind doch nur da, um das zu machen. Alles gut. Ich bin ein bisschen blöd. Aber das wisst ihr. So und so. Ihr seid da drin. Und hier. Wir haben das. So, wir brauchen noch Quarz, das holen wir uns hierher. Müssen wir gucken. Setzen wir uns dahin. Was sagt unsere Zeit? Ah, das Schaffen ist eine Frage. Aber komm. Wir ziehen das mal hier 2 hoch. Packen dich einen weiter. Und ich würde sagen, hier geht der Spaß hoch. Hier kommt unser Quarz entlang. Unser Gummi muss ich von da hinten hier rüberleiten. Da muss ich gucken, wo ich durchkomme. Und die AI-Teile, die mache ich von da, genau. Das heißt, ich muss hier 2 Sachen haben. Eine Wand brauche ich hier. Eine 2er-Wand. Und dort kommt... Gummi. Und Quarz. So. Jetzt auch mal weg. Quarz. Quarz haben wir da. Quarz hätten wir gerne einmal... Oder haben wir gesagt, das war der so richtig kacke war, ne? Ja, komm. Wenn der sowieso so richtig kacke ist, dann ziehen wir es auch komplett kacke durch. So. Nö. Ah, genau, 13 WQ hätte ich gerne. Ab, umdrehen. Dahin. Rein damit. Und du bist... da ist... Oh, das könnte klappen. Muss ich nur gucken, wie ich das Gummi da hinkriege. Und ich glaube, in dem Fall ziehe ich das Gummi wirklich besser direkt... Was ist... Warum habe ich hier noch einen offen? Mit dem nichts dranhängt. Da muss ich nochmal gucken. So, wir gehen jetzt hier mit hier durch. Gehen hier durch. Wir müssen dann aber... Oh Mann, ey, das ist hier aber auch ein bisschen ordentlich durchfädeln. Ja, komm. Hopfen und Malz ist eh verloren. Dann können wir es auch. Da ist unser... Genau. Dann können wir es auch einfach so durchziehen. Eigentlich wollte ich es ja versuchen. Komm, wenigstens das Stückchen hier noch. Dahin. Wir haben Gummi angeschlossen. Wow. Das war wild. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, kümmern wir uns auch direkt da vorne um den... um die AIs. Genau, die haben wir dort. Das machen wir jetzt nämlich ganz einfach. Wir sagen, wir packen eine Wand hier hin. Schneiden den ab. Machen falsch. Den Kollegen von da... auf. Auf die Höhe und da auf die Höhe und hier auf diese Höhe. Du gehst dort rein, das war ein bisschen zu hoch, macht ja nichts. Du gehst dort rein. Hier kommt ein Splitter hin. Der splittert schön den Spaß auch dort wieder rein. Und du splitterst darüber. Splitterst weiter hier rüber. Und noch weiter. Zu weit. Das war falsch. Du weg. Ich zwei zurück. Du weg. So. So. Du gehst dort rein, du kommst von da, du kommst von da und du gehst da dran. Damit habe ich hier alle Sachen drin und da alle Sachen drin. Und anstatt die Dinger hier alle zu machen, haben wir was komplett anderes gemacht. Und hier haben wir auch noch Strom, den wir erst nach vorne leiten, dann zur Seite, dann runter, hier rüber, das müssen wir nachträglich nochmal ändern, du kommst dahin, schließt den bitte an, den an und den an. Warum zum Geier? Geht ihr nicht dort rein? Hä? Ja, das war übelst clever, dass ich hier so einen hingesetzt habe. Mir wird reichen, wenn ich dort einen Splitter hinsetze, ne? Nein. Wir setzen dort einen Splitter rein. Nehmen das hier weg. Und setzen einen. Guck mal. Aber funktioniert das? Du da unten bist auch ein intelligenter Splitter. Ich bin kein intelligenter Baumeister, merke ich gerade. Ich meine, das wundert mich jetzt nicht, das wundert keinen von uns. So. Dahin. Und. Ihr seid voll. Du hast einen. Quarz-Oszillator, du kriegst vielleicht auch irgendwann einen Quarz-Oszillator. Ah, du brauchst halt ein bisschen. Ja, wie viel habe ich jetzt eigentlich dabei? 2 Stück. Mal. Einschmeißen, läuft. Das ist ja faszinierend. Okay, wir warten jetzt noch einen kurzen Moment, bis die hier wenigstens fertig sind. Weil dann können wir sie einmal ausprobieren. Ich habe gedacht, das Alternativrezept wäre so kompliziert, aber nee, das ist ja easy. So, da haben wir sie. Die müssen wir jetzt noch irgendwie abführen nachher. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt nämlich Impulsnobelisk. Dorthin. Juhu! Das gucken wir uns nochmal an. Diesmal von unten. Juhu! Yeah! Wenn wir uns jetzt hier hinstellen, an die Kante, einmal davor, also knapp davor, und jetzt winke, winke und goodbye. Gut ist es. Das geht verdammt gut. Ja. Schön, das macht Spaß. So, wir machen jetzt folgendes. Wir setzen uns diese hier nochmal hin. Schweben. Möglichst genau da drüber. Sagen. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Weg damit. Käffchen. Hat nicht so funktioniert, wie ich dachte. Naja. Tschüss.